Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den HiShock E-Scooter Kicks Pro Move. Elektroscooter, die sind in der Tat sehr beliebt, was Mobilität anbetrifft. Vor allem in der Stadt sind sie häufig anzutreffen, ja. Das Thema E-Mobilität natürlich auch ein riesengroßes Thema. Hier finde ich sehr interessant, was dir für Qualität aus dem Hause HiShock geboten wird. Das gefällt mir wirklich gut. Das Amazon-Angebot zum HiShock E-Scooter Kicks Pro Move werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also auch mal anschauen, wenn du dich dafür interessierst und genau. Ja, vor allem unter jungen, modernen Menschen sind E-Scooter unglaublich angesagt. Da kann es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Gründe dafür geben, warum man sich gerade dafür entscheidet. Ja, musst du einfach mal in deinem Fall überlegen, ob das Sinn machen könnte oder nicht. Bei diesem E-Scooter gefällt mir insbesondere, was du für den Preis bekommst, wirklich sehr gut. Die Eigenschaften können wir uns sehr gerne hier auch direkt mal ein bisschen genauer anschauen. So, Fakten. Der Kicks Pro Move E-Scooter mit Schnellwechsel-Akkusystem verfügt über eine breite und gummierte Trittfläche. 8,5 Zoll Vakuum-Luftkammerreifen, Geschwindigkeit 25 km/h. Maximale Reichweite 25 km/h, drei Geschwindigkeitsstufen, Tempomat. So, also in Sachen Geschwindigkeit und maximale Reichweite sind das, wie ich finde, schon echt starke Ansagen in diesem Preissegment. Ist aber auch nur meine persönliche Einschätzung, ja. Im Endeffekt musst du immer selbst wissen, was du von deinem Elektroscooter so erwartest. Ich finde Geschwindigkeit 25 km/h und maximale Reichweite von 25 km/h wirklich stark. Zumal 25 km/h Geschwindigkeit klingt vielleicht nicht so stark, nicht so schnell, aber auf einem E-Scooter fühlt sich das auf jeden Fall schnell an, wie ich finde. So, was haben wir hier noch? Sicherheit. Drei Bremssysteme bieten höchste Sicherheit. Bremsscheibe am Hinterrad, elektronische Rekuperationsbremse am Vorderrad und eine klassische Fußbremse hinten. Also hier wurde wirklich darauf geachtet, dass du genügend Möglichkeiten zum Bremsen hast und das ist natürlich auch super wichtig für deine Sicherheit. Boah, gefällt mir. Regeneratives Fahren. Dank motorischer Kraft und der Rekuperationstechnologie lädst du den Akku während der Fahrt beim Bremsen wieder auf. Praktisch für längere Fahrten. Du kannst den Motor auch deaktivieren und den Elektroscooter als Scooter nutzen. Kein Motorwiderstand. Ja, für Flexibilität, wie ich finde, auch ein Vorteil. Design. Stilsicher und elegant unterwegs. Mit nur 12,5 Kilogramm Eigengewicht ist dieser Move E-Scooter ein Leichtgewicht und kann mit wenigen Handgriffen für den Transport umgerüstet werden. Beleuchtung, Vorder- und Rücklicht vorhanden, Bremslicht vorhanden. 12,5 Kilogramm, das klingt wirklich sehr, sehr gut für Leute, die ein bisschen fit sind. Ja, für die meisten dürfte das für den Transport dann also wirklich sehr einfach sein. Kommt aber immer auf den individuellen Fall an, wie fit du halt bist. Ja, für den einen sind 12,5 Kilogramm einfach mehr als für den anderen. Dürfte ja ganz klar sein. Ich finde, das ist schon echt ordentlich hier. Ja. So. Was haben wir hier noch? Hier sind auch noch Informationen zur Straßenzulassung. Das kannst du dir ja auch mal anschauen hier. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, ja, welches definitiv in Betrachtung gezogen werden sollte. Kannst du dir auf der Angebotsseite von Amazon also einfach mal ein bisschen umschauen, ja, was es da so für Informationen zur Straßenzulassung gibt. Sehr wichtig. So, in Sachen Ausstattung gefällt mir hier in der Tat sehr gut, was dir der HiShock E-Scooter Kicks Pro Move mit an die Hand gibt. Für den Preis, wie ich finde, ein faires Angebot. Ist aber auch nur meine persönliche Einschätzung. Das Amazon-Angebot zum HiShock E-Scooter Kicks Pro Move werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir bei Interesse also sehr gerne einmal anschauen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.